Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute des guten Geschmacks, zu einer neuen Folge Two Point Campus. Eine neue Woche startet und wir sind immer noch hier in Upper. Mensch, jetzt habe ich mich fast selber verschluckt. In Upper Etching sind wir selbstverständlich. Und ich habe in der letzten Folge gar nicht gesagt, was wir jetzt planen überhaupt als nächstes. Also ein bisschen was haben wir ja hier schon gemacht. Wir laufen mal weiter. Und zwar haben wir ja hier dieses wunderbare Tonstudio jetzt auch eröffnet, was mich ja ein bisschen Nerven gekostet hat. Und mal gucken, wie wir damit jetzt weiter verfahren. Wir werden hier das natürlich verforschen. Wir werden forschen. Und damit wir endlich mal diesen Monitor hier freigeschaltet kriegen. Und dann hier auch ein bisschen, ja, in diesem wunderbaren kleinen Kabuff namens Computerraum auch mal ein bisschen was drin haben werden. Oh Gott. Ah, Gott sei Dank, wir haben noch Gewinn. Sehr schön. 14.000 Gewinn. Ich hatte jetzt schon ein bisschen Sorge gehabt, dass wir das nicht erreichen werden. Aber wie gesagt, in Upper Etching hier ist ja doch ein bisschen alles anders. Ihr habt es ja mitgekriegt. Das ist hier. Ey, ich finde es nicht ohne den Campus, muss ich sagen. Aber trotzdem, er macht Spaß. Er macht Laune. Und ich denke, wir sind da auch recht gut mit dabei. Die Noten sehen auch alle fantastisch aus, muss ich sagen. Wir müssen bloß aufpassen, dass das auch so bleibt und dass da auch wirklich nichts irgendwie verloren geht. Wir werden mal ein bisschen noch sparen, obwohl wir eigentlich nichts weiter brauchen. Selbst wenn wir jetzt sagen, oh, 65 Studenten. Selbst wenn wir nichts weiter brauchen. Wir brauchen aber wahrscheinlich dann, Entschuldigung, Nase juckt, fürs nächste Jahr einen weiteren Schlafsaal, oder? 20, 40, 60. Naja, wir haben 65, also werden wir einen weiteren Schlafsaal benötigen. Und wir müssen gucken. Wir nehmen hier nochmal den Tag der offenen Tür an. Mehr Studenten heißt einfach auch mehr Geld. Das wäre schon ganz cool, wenn wir das schaffen würden. Wir sind zurück. Bei der heutigen Wahl. Upper Etching hat es wirklich in sich. Da muss man ein bisschen mehr haushalten, da muss man ein bisschen mehr schauen. Und was mir auch hier aufgefallen ist, wir haben nicht eine einzige Toilette. Und auch keinen einzigen Duschraum, ne? Das müssten wir vielleicht auch noch ändern. Deswegen, ich bin am Überlegen, ob wir hier diese Forschungsabteilung mit hier rüber schmeißen. Was passiert denn, wenn wir unsere Musikalität erhöhen? 70. Es war eine Rede voller Sandwiches, Kartoffelchips und Würstchen im Schlafrock. Müssen wir mal gucken, wenn das nicht beeindruckend ist. Ob sich das lohnt. Ob sich das lohnt, weil unsere Bibliothek ist auch nicht wirklich ausreichend. Wir müssten eigentlich. Wir bräuchten hier unten noch einen weiteren Assistenten. Wir gucken uns erstmal die Auszeichnung an. Wie sieht es denn aus? 83% Notendurchschnitt, Abschlüsse 22. Wir haben aufstrebende Mitarbeiter. Wir haben einen Forschungsbeitrag bekommen. Wir haben Dozent des Jahres. Auszeichnung Campus des Jahres. Also wir sind mit allem recht gut dabei und wir haben 64.000. Das ist nicht schlecht. Wir werden erstmal die Forschungsabteilung hier nehmen. Und diese nach hier drüben buxieren. Oh, das ist ein bisschen sehr eng. Das ist ein bisschen sehr eng. Obwohl ja andererseits. Das Studienjahr ist nun vorbei. Wir lassen das so. Das ist okay. Hier ist ja wirklich bloß der Gang hin zur Forschungsabteilung. Das ist okay. Und wir werden erstmal einen weiteren Schlafsaal nehmen. Wir kopieren das Ganze und werden das hier hinbauen. Zack. Einen weiteren Schlafsaal haben. So. Und dann werden wir uns hier um Toiletten kümmern. So, genau. Wie breit ist das denn? 6.
Also könnten wir es 3 machen. Da ist natürlich jetzt hier genau dieses komische Ding im Weg. Der Sommer bietet Zeit zum Entspannen. Und um wenn wir den so schräg stellen, sieht das. Na, das sieht das doof aus. Dann machen wir das anders. Dann machen wir das anders, wa? Kumpelkeule, machen wir das so rum, wa? Das finde ich auch voll knorke hier. So. 3 Toiletten reichen, mehr gibt's hier nicht. Mehr braucht da nicht. So, hier haben wir ja eigentlich überall Toiletten, so ist es ja nicht. So, und dann gibt's noch einen Duschraum. Duschraum. So, dann können wir nämlich hier zwischen dann dieses lange Ding dahin, dieser große Tisch. Das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. So, das hier noch. Das passt da nicht. Wollte nämlich gerade schon wieder veräppeln. Auf der Seite passt's. Na, deshalb wollen wir aber mal sehen, dass das hier nicht passt. Michelle aus ja, das passt wirklich nicht. Ich habe Bürgermeisterin Winstock einmal erzählt. Das ist ja ein Schmuh, da machen wir das genauso. Sie sagte, sie hätte ihn gelesen. Auch wenn ich da jetzt nicht ganz zufrieden bin, ne? Ist sie etwa in mein Haus eingebrochen? So. Oder kann sie dann machen wir das so. Und dann bauen wir diesen langen Tisch einfach und sind wir nicht so hin. Eine Bürgermeisterin zu haben, die doch, das sieht doch ganz knorke aus, oder? Was sagt ihr? Ich finde das voll dufte, wa? Und dann. Oh, so eine Statue. Ich möchte die eigentlich aufstellen. Aber 2000? Eigentlich haben wir das Geld nicht. So. Zack. Stört mich irgendwie. So ist schon besser. Gut. Dann haben wir jenes welches. Dann sollten wir hier eigentlich auch nochmal Toiletten und so hinbauen. Wir kopieren das Ganze mal. Oh, das passt aber ja nicht hin. Da müssen wir kleinere hinbauen. Dann bauen wir da mal kleinere hin. Wenn etwas nur fehlt, bist es wahrscheinlich du. So. Das wird jetzt nochmal die Sparvariante hier. Also wir haben jetzt erst die Sparvariante und jetzt kommt die Spar-Spar-Variante, die wir jetzt hier bauen. Noch Platz sparen dann. Es wird immer kleiner, sage ich euch. Jetzt gibt es nur noch 2. Aber wie gesagt, wir haben ja überall irgendwo was. Okay, Duschraum passt schon gar nicht mehr hin. Na, dann halt nicht. Aber wir haben schon mal ein WC. Wie gesagt, WC in jedem Raum muss sein. Ich finde das Ost wichtig. Gut, ich würde sagen, wir starten ins neue Studienjahr, beziehungsweise wir könnten. Wollen wir das Upgrade fahren? Nee, wir warten mal. Ich habe Angst, dass es im neuen Jahr dann irgendwie Probleme gibt. Hier gehen wir das Folgejahr starten. Zack. Und damit starten wir. Und wenn wir jetzt mal gucken. 68 Studenten. Dann nehmen wir das fürs nächste Jahr. So. Dann können wir uns jetzt ein bisschen was zusammensparen und hoffen, dass das alles so funktioniert, wie sich Klein Rinders denkt. Okay. Unser Mitarbeiter. Wir haben ja hier noch die eine Aufgabe, dass unser Mitarbeiter Stufe, was auch immer, 5 sein soll. Wir haben jetzt Stufe 3. Okay. Können wir den jetzt schon weiterbilden? Da. Wir müssen Weiterbildungskosten 6.400 brauchen wir. Dann können wir ihn erst weiterbilden. Na, das kriegen wir ja hin. Bin ich ganz optimistisch.
Also hoffe ich jetzt einfach mal. Ich sag's hier ganz einfach, kriegen wir hin und dann kriegen wir es wahrscheinlich nicht hin. Jetzt haben wir schon die 6400. Sehr gut. Zack, Weiterbildung starten. Genau. Und dann sollte das alles hinhauen. Sehr schön. Egal, was drin steckt. Ja, ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, was wir vor allen Dingen fürs nächste Jahr brauchen, wir bis jetzt nichts. Wir können uns eigentlich mit unserem ganzen Ausbau hier beschäftigen. Ich habe jetzt natürlich hier eine riesengroße freie Fläche. Ich bin dann überlegen, dass wir unsere Tonstudios irgendwann auslagern. Also so, wie soll ich das sagen? Nicht auslagern, sondern separat halt halten. Bin ich aber noch überlegen, dass wir es einfach größer machen. Weil so ganz gefällt mir das mit dem Tonstudio noch nicht. Da müssen wir auf jeden Fall dran arbeiten. Aber da habe ich noch nicht den zündenden Gedanken, beziehungsweise andersrum. Ich habe einen zündenden Gedanken. Ich habe viele Gedanken. Aber ich glaube, da ist das Problem das Cash. Wir haben kein Cash. Und hier ist es echt schwierig, das hinzukriegen mit diesem Cash. Müssen wir schauen. Seht ihr, wir haben jetzt schon das Problem, dass wir gar nicht unseren Bonus richtig kriegen. Wir haben nur 14.000 als Bungle-Bonus. Das heißt, da müssen wir erstmal schauen, dass wir überhaupt gut werden. Wir können auch nichts weiter jetzt gerade bauen. Wir müssen wieder warten, dass wir überhaupt irgendwo was kriegen. Aber wie gesagt, ich bin optimistisch. Das sieht ansonsten auch alles hier ganz gut aus. Recht wenig Studierende hier. Wie viel kann dieser Raum eigentlich fassen? 8. Und das bei den vielen Sitzen hier? Mhm. Glaube ich nicht. So, wir sind recht gut mit dabei mit 37.000. Sollten wir uns überlegen, dass wir auch bald... Oh! Wir haben Supercomputer freigeschaltet. Sehr schön, neues Forschungsobjekt. Was haben wir dann? Supercomputer, Superkonsole, Superserver, Supermonitor. Das will ich haben. Sehr schön, was wird gewünscht? Wunsch nach einem Doppelsprungbett. Ich habe letztens was zu diesem Doppelsprungbett übrigens auch gelesen, dass das sowohl als Schlafzimmer, also als Schlafbett genutzt wird, als auch für diese Aktivitäten. Ich glaube, wir werden es mal so machen, dass wir hier eins von diesen Räumen... Wir machen das mal kurz auf Pause. Eins von diesen Räumen als Kuschelzimmer, nehme ich jetzt das mal, als Liebeszimmer deklarieren hier. So, jetzt müssen wir bloß gucken. Wie rumpacken wir das am besten? So. Das ist doch ganz nett. Eine Rabenlampe finde ich jetzt nicht so passend dafür, aber das passt auch nicht so. Haben wir da nichts, was man da so reinpacken kann? Ja, komm, das schalten wir jetzt mal frei. Das kleine Nachttischchen, auch wenn das jetzt nicht so hübsch ist hier. So. Und dann gibt es hier noch einen Hutständer. Zack. Haben wir ein Liebesbett. Das muss jetzt reichen, mehr gibt's nicht. Es ist Wahltag im Two-Point County. So. Erinnern Sie sich noch aus? An die Wahl, die über eine Smartphone-App von Bungle abgehalten werden sollte? $4.000. Erfahren, ob die App nicht funktionierte. Na, dann werden wir erstmal hier ein bisschen was upgraden. Zum Beispiel hier. Tja,
So ist das, das eben Rednergut. In der Welt, das möchte ich gerne abgegradet haben. Hoffen wir nur, dass dieses Jahr ein das ist paar ganz gut. Stimmen abgegeben werden. Egal wie groß und dann auf Campus-Eigentum ist verboten. Mehr können wir jetzt gerade nicht machen, beziehungsweise doch können wir, aber warten. Wir könnten hier noch ein bisschen was machen. Zum Beispiel einmal hier und einmal da, zack. Und hier bin ich auch noch im Überlegen, dass wir da eins hier und eins da hinstellen. Und dann werden wir noch ein paar von den Tischen, also die Lesekabinen, und Computertische und Lehrbuchkabinen und was nicht alles hier hinstellen. So. 17 passt jetzt rein. Ich habe gar nicht geguckt, wie viel vorher reinpassen. Naja, aber auf jeden Fall haben wir jetzt hier nochmal so eine Reihe. Nochmal ein paar Bücherregale. Und damit wäre die Bibliothek jetzt eigentlich auch schon fertig. Das ist ja schon mal was. So, Supercomputer wird benötigt. Ja. Können wir nicht den normalen Bereich hier erstmal nehmen? Wir haben jetzt was anderes. Könnt ihr nicht das nehmen? Gut. Wo ist jetzt eigentlich wie heißt es? Der Dozent, den wir jetzt hier die ganze Zeit irgendwie fortbinden. Ist der schon fertig? Stufe 3. Nein, ist noch nicht fertig. Okay. Der ist nämlich auch wichtig. Den möchte ich im Auge behalten, dass wir da zeitnah auch den nehmen. 92.000. Das ist sehr gut. Wir werden hier mal gucken, dass wir so peu à peu alles upgraden. Und wie viele Hausmeister habe ich eigentlich? 3. Müsste reichen. Wir wünschen einen Gemüsekiosk. Das Objekt werden wir platzieren. Und ich hatte heute Nacht auch einen Traum. Und dieser Traum ist schon Käse geworden, wie ich gerade sehe. Ich wollte das eigentlich alles ein Stückchen nach hinten verschieben, aber es geht nicht. So, und ich habe natürlich einfach so platziert und haben wir überhaupt jemanden, den wir da einsetzen können? Außer dich. Hervorragende Körperhygiene, dann nehmen wir auch dich. Du bist super dafür. So, einteilen. Zack. Und dann haben wir auch einen Gemüsekiosk gemacht. Sehr schön. Wir werden mal hier aber auf jeden Fall noch ein bisschen... Ist das der richtige Weg? Nein, das ist der falsche Weg. Hier ein bisschen verschönern. So. 1, 2, 3, 4. Hier eine Nachricht von Jeffrey aus Garten. Ich denke ja, dass es uns recht gut geht. Aber könnte es uns vielleicht noch besser gehen? Ich spreche vermutlich für alle, wenn ich sage, vielleicht schon. Danke für Ihren Beitrag, Jeffrey. Weise Worte. 1, 2, zack und zack. So, einmal da lang. Und einmal da lang. Einmal so lang. So, zack. Ich glaube, man sieht ungefähr, worauf ich hier hinaus will. Ich hoffe es. Ich finde es eigentlich ganz hübsch, muss ich sagen. Doch, das gefällt mir ganz gut. Das kann man mal machen. So, ein bisschen hier draußen würde ich trotzdem gerne noch was verschönern. Es wird eigentlich hier verlangt, der Wunsch nach einem Rahmenkiosk. Genau, gut, dass wir das jetzt gemacht haben. Monitor wird benötigt. Hier, wir können Monitore endlich machen. 1, 2, 3... Hier. Was können wir denn sonst noch hier machen? Ich würde da jetzt ein bisschen gerne hier in dem Raum ein bisschen was verändern. Das wäre mein Wunsch. So, was ist das hier? Analoger Computer, digitaler Server. Was können wir machen? Digitale Konsole. Also den Computer, den müssen wir machen, den analogen. Also da wollen wir nicht drum herum kommen. Den werden wir mal hier ein bisschen in die Ecke buxieren. Zack. So, die lassen wir da so.
Dann, was bist du? Dich müssen wir auch machen. Analoge Konsole. Hm. Ja, das ist ja ein Schmuh. Also, was haben wir hier? Digitaler Computer. 35.000. Uiuiuiuiui. Nehmen wir ein. Und was haben wir hier? Digitale Konsole. So. Analoger Monitor wird benötigt. Okay. Zack, den packen wir mal hier hin. Dann einen Monitor dorthin. Obwohl, mal auf, das werden wir mal anders machen. Einen dorthin. Die Tafel dorthin. Und einen zweiten Monitor da. Kann ich den da recht drüber packen? Ich kann den darauf packen. Ich glaub's nicht. Ich glaube nicht, dass das so gewollt ist. So. Dann möchte ich aber gerne noch einen Mülleimer. Zack. Und einen Desinfektionsspender wäre eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Zack. Und was haben wir hier noch? Ein Kurvenschreiber. Aha. Ein Kopierapparat. Aha. Was bist du? Ein Oszillator. Wer kennt die nicht? Gut, dann machen wir die hier weg. Zack. Und lassen das erstmal so. Was wird hier noch? Wunsch nach einem Rahmenkiosk und der Wunsch nach einer Studentenzimmerparty. Die Studentenzimmerparty werden wir natürlich selbstverständlich planen. Okay. Dann werden wir die im März planen. Event buchen. Gut, wir haben auch auf jeden Fall den Raum jetzt schon mal ein bisschen wenigstens hier drinnen verbessert. Ich werde da aber auch noch ein bisschen Lenzel mit reinbringen. Oh, oder auch nicht. 70.000, aber wir haben Bonus. So. Das zeigt doch einmal mehr, dass unsere Methoden immer auch ein bisschen. Ja, es wird schon werden, da bin ich jetzt ganz optimistisch. Und wie gesagt, da mache ich mir jetzt noch nicht so den Kopf drum. Hier eine Pflanze, da eine Pflanze, da eine Pflanze. Und ganz ehrlich, hier auch noch eine Pflanze. So. Was haben wir hier? Kürbistrophäe. Gehört nach draußen. Käsekelch. Rockstar. Dich möchte ich eigentlich mal noch hier hinstellen. So, aber das passt irgendwie. Naja, doch, so ein bisschen passt es dahin. Hm, mal gucken, ob ich mich da einsehen kann. Okay, wir brauchen noch Mitarbeiter. Aber hier gibt es keine passenden. Schade. Das wäre ihr Preis gewesen. Was wird benötigt? Tag der offenen Türen nehmen wir an. Promotion von Roach Burger. Nehmen wir an. Ein romantischer Film. Das Event planen wir. Anfang Februar ist, glaube ich, ganz gut. Event buchen. Genau, und Rednerpult ist hier auf 2. Hier wird gerade auf Dry abgegradet. Und hier wird auch abgegradet. Ja, das sieht ganz gut aus, finde ich persönlich. Bin ich zufrieden. Hier sind auch, die Schlangen sind hier auch bombastisch. Guckt euch das an. Die stehen hier über Kreuz. Aber das läuft ganz gut. Das läuft ganz gut. Ach, guck mal hier. Das ist der Roach Burger, die Promotion. Der Wunsch an einen Rahmenkiosk ist noch dort. Ja, gucken, ob wir jetzt mittlerweile jemanden haben. Nee, der passt alles nicht. Und eine Campusstufe fehlt uns auch noch. Aber die Campusstufe haben wir auch gleich erreicht. Wahrscheinlich, wenn wir den Rahmenkiosk hinstellen, dann haben wir den erreicht. Was wird jetzt benötigt? Wunsch nach Neon-Gitarre. Habe ich doch aber schon.
Stehendes Objekt nicht erreichbar. Wollt ihr mich veralbern? Ja, dann werden wir dich erreichbar machen. So, jetzt müsstest du aber erreichbar sein. Oh, schade, unser Bungle-Bonus reicht leider nicht wirklich aus, um alle Kosten zu decken. Das muss geändert werden. Ihr müsst besser werden, eindeutig. Ihr müsst besser werden. Jetzt habe ich eigentlich hier so viele Pflanzen drin. Die habe ich eben gerade reingemacht, ich weiß. Aber warum? Warum tue ich sowas? Meine Hausmeister haben doch sonst nichts zu tun hier. So, hier ist gleich ein Upgrade fertig. Verbessert zu Forschungshub 2. Sehr gut. Und unser Supercomputer ist auch schon bei 439 von 500 Punkten. Sehr schön. Das freut mich. Das sieht alles sehr gut aus. Wie sieht es mit unseren Assistenten aus? Nein. Das sind nichts. Keine Leute, die wir brauchen. Können wir alles nicht gebrauchen. Nein. Ich hätte gern jemand anderes. Wichtig. Sind ausgezählt und somit kann ich auch nicht den Rahmenkiosk bauen, weil ich habe ja kein Personal. Mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt. Die einen werden darüber mehr, die anderen ist da Bescheid. Oder auch gar nicht erfreut sein. Doch einmal mehr so. Hat die Demokratie gesiegt und die Bürger von Was Tukon machen wir jetzt noch? Was kann man machen? Unsere Konten sehen wirklich gut aus. Wie man sich bettet, wir müssen auch nichts so weiter machen. Und damit wir haben nichts, was wir bauen müssen fürs nächste Studienjahr. Wir können ganz entspannt weiter sparen, weiter aufbauen, bisschen gucken, dass wir hier was verbessern. Zum Beispiel hier könnte noch ein Mülleimer mal rein. Ich gerade sehe, zack, und auch sowas wie ein Desinfektionsspender. Und was da auch vielleicht ganz gut wäre, Campusplan, zack, bisschen Dekoration. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. So, was haben wir hier noch? Da könnten wir zum Beispiel zack und zack und zack ein paar Bilder aufhängen. So, Campusstufe 15. Seht ihr? Gleich erreicht. Bilanz sieht jetzt auch hervorragend aus. Bricht Tag auf der Tür. 2 Bewerber für Musikalität. Sehr schön. Omni-Heiler könnte ein Upgrade vertragen. Omni-Heiler, da. Für 15.000. Ich hätte ehrlich gesagt eher noch jemanden von den Assistenten. Aber wenn natürlich jetzt keiner kommt. Oh, wir haben einen Supercomputer freigeschaltet. Sehr, sehr schön. Das heißt, wir können ein neues Projekt starten. Ja, wir kriegen dafür Geld. Das werden wir machen. So. Ich würde gerne immer noch einen weiteren Assistenten hier haben. Kriegen wir nicht. Also werden wir den Omni-Heiler doch hier upgraden für 15.000. Das trifft sich ganz gut. Was haben wir jetzt hier? Bericht von Roachburger. 5.000 kriegen wir, weil alles gut gelaufen ist. Häufige Fragen. Ja, so, hier den könnten wir eigentlich auch upgraden. Und wie sieht es mit der Weiterbildung aus? Du bist immer noch nicht fertig hier. Auch den in Stufe 5. Ich will den ersten Stern haben. Das ist wirklich nur noch das Einzige, was wir benötigen. Oh, hier unten, die Bibliothek ist auch gut besucht. Kinder ist gut besucht. Da sollten wir, wie gesagt, überlegen, ob wir nicht eventuell noch jemanden für die Nachhilfe irgendwann einstellen. Ja, wir sollten uns einen Nachhilfelehrer vielleicht mal zulegen. Aber erstmal möchte ich... Es passt alles nicht. Ne, die passen alle nicht. Schade. So, das Rednerpult ist hier auch auf 3. Das ist gut. Dann können wir das hier auch auf 3 jetzt dann aufbessern. Bungle sieht gut aus. Wir sind jetzt kurz im Minus. Das wird gleich wieder besser werden. Zack, schon besser geworden. Weil ich natürlich jetzt hier alles auf Level... Und ja, alles verbessere. Das ist jetzt noch Sinn und Zweck der ganzen Geschichte hier. Und unser Forschungsprojekt, das generiert uns jetzt auch noch Geld. Also was das angeht, glaube ich, haben wir jetzt so einen Weg gefunden, dass wir wirklich gut Geld
generieren. Das ist, glaube ich, alles ganz gut, was wir jetzt hier gerade machen. Wir können auch mal gucken. Die Zufriedenheit unserer Studenten sieht gut aus. Kann man sich nicht beschweren. Mitarbeiter sehen auch zufrieden aus. Dieser Studenten ist perfekt. Attraktivität könnte an manchen Stellen besser sein. Also vor allem hier zwischen ist so absolut gar nichts. Da müssen wir noch mal irgendwie dran arbeiten irgendwann. Ansonsten aber alles nicht so verkehrt. Muss man sagen. Genau. So, was ist mit unserer Weiterbildung? Das interessiert mich jetzt auch nochmal. Der Herr ist aber wahrscheinlich immer noch nicht fertig. Oder die Dame, ich weiß es jetzt gerade nicht. Nee, kurz davor immer noch. Aber das hier, da ist er. Das sollte noch möglich sein. Nicht mehr heute, sondern das auf jeden Fall in der nächsten Folge. Wir gucken uns noch einmal, ein letztes Mal an, ob wir jemanden finden. Nein, wir finden keinen bei den Assistenten. Deswegen machen wir an dieser Stelle Schluss. In der nächsten Folge werden wir uns dann um den Rahmenkiosk hier kümmern. Um den Assistenten. Wir werden gucken, dass wir hier weiterbilden. Dass wir vielleicht dann sogar schon ein bisschen unsere Tonstudios umbauen. Das wäre ja mein Wunsch, dass wir unsere Tonstudios hier ein bisschen verlängern. Und das Tonstudio, was hier hinten ist, vielleicht sogar komplett rausnehmen und hier reinbauen. Nur eine Überlegung. Was wir auf jeden Fall machen müssen, wäre noch ein Nachhilfezimmer. Das möchte ich gerne auch noch bauen. Also wir haben noch ein bisschen was vor uns, wie ihr so gerade hört. Und ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Vergesst nicht, dann auch beim nächsten Mal wieder mit einzuschalten. Und dann, oh, der Bungle-Bonus sieht gut aus. Vergesst dann nicht beim nächsten Mal wieder einschalten und vergesst auch nicht abonnieren, kommentieren, liken. Da würde ich mich wie immer total drüber freuen. Und mit den Worten sage ich, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Ciao!